irgendwie lecker, Scheiße. Kommst du nicht gegen angeschwommen? Hey, du hast ein neues Instrument erfunden. Was spielst du denn da? Pumpe. Ich spiele die Luftpumpe. Okay. Aber hört sich geil an. Ich will das Ding gleich im Gesicht. Ich muss aufhören. Oh ja, okay. Ja, Lärmbelästigung oder? Wir haben ein neues Plätzchen angefahren, sind immer noch bei San Fernando. Hier aber jetzt zwischen diesem Becken, das ihr im letzten Vlog gesehen habt, da stehen wir jetzt auf so einem Damm. Und ich war schon wingen vorhin hier. Wir sind heute Mittag ins Wasser und da, wo Kai jetzt draufsteht, das war völlig unter Wasser. Und jetzt ja, ist da auf jeden Fall, was denkst du, ein Meter auf jeden Fall? Noch mehr. Und jetzt haben wir auch gesehen, dass hier so ein Anker rausguckt. Da sind wir schön drumherum gewinkt. Ja, zum Glück nicht dagegen gefahren. Es war aber, denke ich, oft knapp vorbeigezischt. Also Anfangsfehler, wenn man irgendwo aufs Wasser geht, wo man noch nicht war, immer erst mal Ebbe checken. Weil, ja, was sich so unter Wasser verbirgt. Ja. Ja. Richtig schön hier. Wir stehen im Hafen San Fernando. Zu zweit stehen wir da jetzt auf so einem Deich, so ein ewig langer Deich. Rechts sind so von den Becken wieder typisch, so ich glaube so Salzbecken. Und da geht der Fluss, der strömt hinaus auf dem Meer. Aber da gibt es dann genug Wasser zum Wingen noch. Und Kate war vorher schön auf dem Wasser. Und ich habe für sie aufgebaut. Diesmal ist aber selber abbauen. Ja. Schön. Aber als ich dann diesen Anker gesehen habe, dann war ich ein bisschen unentspannt auf dem Wasser, weil ich dann nicht wusste, was da sonst noch alles so unter Wasser ist. Aha. Ja, aber du hast noch echt relativ lang gefahren, ja, ne? Und war richtig gut. Schön gehabt. Sehr schön. Richtig schön. Okay, freut mich. Willst du sonst noch etwas sagen? Grüße natürlich an die liebe Familie zu Hause, die wir ganz arg vermissen. Ja. Wir haben euch ganz arg lieb und fühlt euch gedrückt. So ist es, ja. Jetzt geht dann die Reise weiter. Ciao. Ciao. Schön hier. Richtig schön. Gerade hat sich die Sonne verabschiedet. Verabschiedet, so eine Art Mist, Nebel. Wolken, ja, oder nebelig so. So ein Seemist, so schön, aber ja. Richtig ruhige Abendstimmung. Lass mal ein paar Bilder vorbei flitzen jetzt. Kommt es. Viel Spaß. Ciao. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, wir hatten eine richtig ruhige Nacht hier, muss ich sagen. Ja, nur irgendwie, ich weiß nicht, was mitten in der Nacht oder ganz früh heute Morgen sind die Schifferboote schon rausgefahren, die hat man gut gehört. Die Schifferboote oder Fischerboote? Was habe ich gesagt? Schifferboote. Die Fischerboote, ja, meinte genau, ich. Sind die Fischer, glaube ich, schon los. Es hat sich angehört, wie wenn so ein Roller hier, also so ein Scooter bei uns vorbeifährt. Ja, jetzt ist hier komplett Ebbe und es ist verrückt, wie wenig Wasser jetzt drin ist im Vergleich zu, als wir wingen waren. Aha. Hier die Boote, da die kleinen liegen zum Teil trocken. Und da gucken immer wieder Steine raus. Der Anker liegt jetzt auch trocken. Ja, da sieht man mal so, was da an Überraschungen unten rauskommt. Und da ist der Stein, von dem wir gestartet sind, der unter Wasser war. Das ist schon einiges am Wasser. Und hier auf der anderen Seite sind ganz viele Flamingos. Wir sind ziemlich nah gewesen vorhin auch. Das ist echt nett hier mit den Flamingos. Schön ruhig, überall Wasser um uns rum. Das Einzige, was nicht so schön ist hier, dass hier so viel Müll rumliegt.
ja, es ist echt traurig zu sehen, hier überall Müll und da wird überall Bauschutt abgeladen. Da vorne, wo wir reingefahren, wir dachten erst, wir dürfen gar nicht reinfahren. Da stand ein großes Schild mit Prohibido. Dann haben wir es aber mal besetzt, was da stand. Da stand nur verboten, Müll und Schutt und so abzuladen. Ja, und das ist hier genau das Gegenteil. Hier liegt so viel Müll und Schutt. Wahrscheinlich deshalb das Schild. Schlimm, so schöne Natur. Und dann wird da einfach aller Scheiß abgeladen. Also nicht machen. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wir haben unser Plätzchen wieder verlassen auf dem Damm. War eigentlich echt ganz nett da, wenn man den Müll so ein bisschen nicht beachtet hat einfach. Wir gehen jetzt mal Auto waschen, ein bisschen einkaufen, wieder. Oh, pass auf, da liegt auch alles mögliche, so Scharfsachen. Also, da will ich nicht durchfahren. Wieder auf normaler Straße, das war ein bisschen hobbelig. Und wir mussten ein bisschen Müll ausweichen, da lag alles voll, nicht, dass wir noch irgendwie an so einem Platten fahren. Naja, jetzt wie gesagt, Auto waschen, ein bisschen Sachen erledigen und dann geht's wieder an den Strand. Alles habe ich durchgekommen, ja. Okay. Komplette Programm durch. Mich also, auch. Das Publik, ja, du hab ich auch ein bisschen erwischt, ne? Ich war gar nicht so schnell. Und dann kam für mich die Spritze um die Ecke. Scheiße. Nächstes Mal einfach kurz 1 Euro rum. Und dann weiter beim Lappen. Bisschen, ja. Und dann nochmal. Das üben wir nochmal. Das läuft viel, voll lang für 2 Euro daheim. Ja, es lief richtig lang. Und es ist auch echt wieder schön sauber geworden. Ne? Das Salz ab. Sehr schön. Toppi. Bus glänzt wieder richtig schön. Ich habe gerade noch die Scheiben auch geputzt mit Fensterputzmittel. Boah, so eine gute Aussicht hatten wir, glaube ich, noch nie. Nicht mal, als wir gestartet sind mit der Reise, gefühlt. Nee, ist richtig gut. Zumindest schon lange nicht mehr. Jetzt geht's wieder weiter. Wir fahren ein neues Plätzchen an, aber auch da in der Ecke, wo wir ja, waren, nicht vielleicht weit weg. Doch nochmal im Fluss mit Nordwind. Oder ans Meer halt. Oder ans Meer. Die Alternative ist Meer, wir schauen aber kurz den Fluss an. Ja. Hier stehen wir dann, direkt hier wieder an so einem Kanal. Wir dachten, wir können hier später wingern gehen, das ist die Frage. Jetzt ist natürlich wenig Wasser, aber es kommt noch ziemlich hoch, ob die Höhe reicht. Ja, da hilft nur eins, abwarten wahrscheinlich. Hier ist Wasser schon ziemlich tief in dem Kanal. Das reicht auf jeden Fall aus. Und man sieht an den Steinen da hinten, wie hoch es kommt. Ja, abwarten, Kaffee trinken, bis wir genug Wasser haben. Und dann wieder neue Wingspot entdecken. Ne? Also wir können echt einen Wingguide machen, haben wir heute Morgen auch schon. Ja, stimmt. Mit Spots, die gar nicht als Spots ausgeschrieben sind. Eigentlich gar keine Surfspots, aber... Nee, wir sind hier auch so mitten zwischen den Deichen. Ja, normal ist sowas meistens irgendwie Naturschutzgebiet. Hier darf man einfach drauf fahren und stehen und alles machen. Und da steht Lowy mittendrin. Richtig süß. Ey, was machst du? Wie siehst du aus? Ich habe hier Gegenströmanlagen gefunden. Und ja. Dachte, ihr habt noch nichts gemacht. Du warst wingen. Ja, ich war wingen. Das Wasser war hoch genug, wie ihr sehen könnt. Und ich noch nicht. Du stehst du da in deiner Speedo. Ich gehe noch mal eine Runde. Dir die Sahnesoße verdienen. Oh. Angeschwommen. Es geht so schnell. Ja? Warte, ich gebe alles hier. Ja, gib alles. Boah!
gute Spritz hinterher. Meinen, es wäre richtig warm, so lange wie du da geschwommen bist. Ich habe es richtig warm bekommen. Ja? Von deinen Sprints? Sah gut aus, aber. Muss ich noch üben. Aber sah gut aus. Ja, war herrlich. Kannst du morgen früh direkt nochmal machen? Hä? Morgen früh direkt nochmal. Ja. Wir verlassen unser schönes Plätzchen wieder. Ja. Fahren hier wieder auf dem Damm zurück zwischen den Becken. Jetzt ist es ziemlich ebbe. Überall guckt der Schlick raus. Früher war das hier wahrscheinlich so eine Sohleanlage, wo sie Salz angebaut haben. Oder angebaut, aber so Salzbecken. Deshalb sind da auch überall so Tore. Ja, hier wird es jetzt spannend. Das sieht richtig schmal aus. Beim Hinfahren hatte ich da schon Bedenken, dass wir da überhaupt drüber fahren können. Ja. Kein Problem. Kein Problem. Na, auf jeden Fall werden diese Becken hier nicht mehr wirklich genutzt, außer dass da Angler ab und zu kommen. Aber wenn das so komplett leer läuft, sind hier natürlich auch keine Fische. Die sind vorne im Kanal, Schatz. Die Fische, ja. Ja, aber da sind die Fische auch. Achso, ja, die Fische. Die fahren nur vorbei und fahren dann zum Kanal, rüber. Glaubst du? Ja, ja. Oder ja. Die Fische kommen mit Flut auch in die Becken? Na, ja, ist die Frage. Also, ja, nicht. Vielleicht ein bisschen was, aber. Ja. Lustig. Na, auf jeden Fall lustig. Bei Ebbe ist echt so flach und bei Flut sind 3 Meter Unterschied, haben wir gesehen, zwischen Ebbe und Flut. Ja, dann kann man hier locker wingen, dann ist tief genug. Das ist echt lustig. Man muss nur warten, halt, bis Flut ist. Hier war auch mal so ein Tor, was früher eine Funktion hatte. Das war Militärzone früher. Militärzone? Ja, die haben hier trainiert. Ja, trainiert. Und das ist jetzt ein bisschen verschoben. Die sind da am Strand und deswegen hört man immer mal wieder tagsüber. Boah, voll. Oh, Scheiße, guck mal auf den Weg bitte. Aber so voll den Knallen. Schüsse oder Knalle, ja. Ja, das sind glaube ich auch Bomben und haben so einen Schießplatz und so. Das hört sich jetzt echt an, als ob wir hier im Kriegsgebiet stehen. Nee, aber so ist es nicht, aber irgendwo müssen die sich ja auch die Fähigkeiten diese trainieren, ne? Genau. Und hier ist schon richtig Frühling angekommen. Voll die gelben Blümchen, echt schön. Sehr hübsch. Gelbe Blumenwiese. Irgendwie, ich weiß nicht, ich bin nicht in Frühlingsstimmung, weil gefühlt kein Winter war. Deshalb finde ich das so komisch, dass es plötzlich blüht. Aber schön, sehr schön. Ja, das hier ist natürlich wiederum weniger schön, dieser ganze Müllhaufen hier. Da entlernen sie einfach ihre Farbeimer und Zeuge. Das ist echt, dass Menschen auf so Ideen kommen. Wir haben auf jeden Fall unseren Müll wieder dabei. Den entsorgen wir gleich in einer Mülltonne. So machen wir das. Ja. So hat man uns, glaube ich, noch nie gesehen. Jogging-Schuhe an, Jogging-Kleidung und wir gehen eine Runde joggen. Jawohl. Heute ist wieder kein Wind, dass wir uns ein bisschen bewegt haben. Gehen wir diesen Steg entlang joggen. Sind wir gestern spaziert. Genau, war wunderschön. Auch, weil es ein richtig schöner Weg ist. Den wollten wir einfach nochmal laufen. Ja. Und ich habe gestern sind wir spaziert und am Strand vorne zurück. Und ich habe zurück, glaube ich, ewig. Drei Stunden ewig gebraucht, weil ich Muscheln gesammelt habe. Es ist 2 Kilometer, sie hätte auch echt eine Stunde pro Kilometer gebraucht, würde ich mal sagen. Ja, ja, ich habe immer, ja, ich bin aber halt ganz langsam gebraucht. Wirklich schöne Muscheln ja, gefunden. Ja, aber du auch. Richtig ich schön auch. Auch. Ja. Aber er war deutlich schneller. Als ich zurückkam, war er in der Zwischenzeit schon Duschen, baden. Was hast du noch? Du hast Frisbee gespielt und saß da am Buch lesen und so. Ja. Naja, war schön. So, hier geht's los, das Stück. Dann. Wollen wir mal. We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here. At least to stay alive, and the time that we share makes it all worthwhile.
Wir sind jetzt hier am Ende beim Zipfel eigentlich angekommen. Hier war, glaube ich, mal wie so eine Art Burg oder was auch immer. Hier sind so lauter so Pfosten, das war so eingezäunt. Und da ist dieses Häuschen. Wird auch alles schön beigehalten. Hier sind Gärtner, die hier was pflanzen. Auf die Düne beschützen. Ja. Aber es ist das Ende vom Weg eigentlich. Aber wir gehen außenrum über den Strand. Über den genau, wir gehen die Landzunge seitlich entlang. Und die Mücken hier. Oh, hast du was gestochen? Stechen voll. Dann schnell weiter ans Wasser. Hier ist dieses Gebäude dann. Würde mich echt mal interessieren, was hier mal, was das mal früher war. Wer wirklich Leute gewohnt haben? Ich denke schon. So eine kleine Festung. Hier sind wieder diese Türmchen und da geht's ans Wasser vor. Komm, steig in mein Boot ein und ich zeig dir die schönste Strände Spaniens. Ich weiß nicht, ob wir so weit kommen mit dem Boot. Wahrscheinlich sind wir schon auf der Hast du Land in Sicht? Land in Sicht, definitiv. Land in Sicht, trocken gelegt. Ja, also das ist schon das schönste Strand Spaniens. Schau mal. Richtig schön. Ein Traum. Und was siehst du da drüben? Was für Land hast du da in Sicht? Das ist St. Petri. Ja, genau. St. Petri, das schöne Fischerdörfchen. Und dieses Schiffsskelett, da ist wohl wirklich nicht mehr viel mit anzufangen. Das sieht ziemlich alt aus. Oh, und ich weiß nicht, ob wir es schon mal so warm gehabt haben. Gestern war schon richtig sommerlich und heute auch wieder, ey. Wie wir hier rumlaufen und wir schwitzen. Herrlich. Ja. Gar kein Wintergefühl. Echt ein Traum. Eine richtig schöne Düne hier auch. Da klettern wir mal hoch und schauen uns die Ansicht an. Und? Oh, herrlich. So ein schönes Plätzchen, ja? Mein Lieblingsplätzchen. Dein Lieblingsplätzchen. Ist Hammer. Hammer. Zwei Seiten des Wasser, die Böden. Hinter dir auch, ne? Ein Traum. Ja. Ein Traum. Und da wieder das süße St. Petri. Von der Seite sieht es echt richtig schön aus, finde ich. Was schön, wenn man selber drüben ist. Und hier waren wir normal auf dem Wasser. Bei den letzten Vlogs, wo wir in St. Petri auf dem Wasser waren. Da rennen wir da runter. Ja, das war das nächste Teil. Und dann haben wir alles voll Sand wahrscheinlich. Ja, ja, das können wir danach Und dann laufen wir hier um den Zipfel. Mhm. Und dann da vorne am Strand zurück. Da hinten sind wir geparkt. Ja, genau. Ich glaube, man sieht da der Parker, wo wir auch stehen. Da hinten, das Weiße, da kommen wir her. Da so. Famos. Let's go. Wohin? Jo, das Steilste. Go, go, go. Woohoo! War zu kurz. Ja. Die Pilar war deutlich länger, ne? Ja. Abweg. Aber schön. Weil es so heiß ist und uns diese Atmosphäre so anmacht, das lädt so ein, um da schwimmen zu gehen. Wir hüpfen jetzt ins Wasser. Springen wir mal rein. Ja. So, weiter können wir, oder? Ach herrlich, hat richtig gut getan. Ja, das war echt erfrischend. Wieder. Ja, jetzt können wir das. Barfuß weiter, gute Idee. Ja. And the truth may come as a surprise that we... Oh, jetzt ist komplett Ebbe und es sieht so anders aus, so verrückt. Jetzt sieht man die Burg, sieht man richtig gut. Und normal war da alles Wasser und jetzt liegt es trocken. Man kann fast rüberlaufen. Ja, und da sieht man jetzt auch gutes Riff.
was hier außerhalb liegt. Das ist hier von der Burg entlang. Und da kommen all die Muscheln her, die wir so schön gesammelt haben. Wow. Richtig schön. Und hier stehen auch noch am Strand verteilt so ein paar Überreste vom, ich schätze mal, Zweiten Weltkrieg. Ein paar Bunker, die sind bei Flut, stehen die im Wasser einfach, weil das Wasser geht bis hier vor. Oh, das war herrlich, hat richtig gut getan. Wir sind zurück am Bus. Ich muss sagen, ich bin es nicht mehr gewohnt joggen. Das ist doch eine Sportart, die wir jetzt nicht mehr oft gemacht haben. Ja, und aber wir haben jetzt auch nicht direkt eine kleine Runde gemacht zum Anfang, aber wieder direkt so 8 bis 10 Kilometer. Ja, aber war richtig schön. Durch den Sand. Die Landschaft, das Wetter, richtig sommerlich. Ach, herrlich. Es ist einfach genießen weiterhin. Wir hoffen, ihr habt auch ein bisschen Sonne zu Hause. Ja. Dass ihr auch ein bisschen Vitamin D tanken könnt. Sonst schicken wir euch was rüber. So machen wir das. Und ja, dann hoffen wir, dass euch der Vlog gefallen hat. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder, würde ich sagen. Ja, bis dahin. Dach, dach. Dui, dui.